Ja, liebe Medienvertreter, liebe Fans und Unterstützer des 1. FC Magdeburg, ich begrüße euch herzlich zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am Freitag um 18.30 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern. Herzlich begrüße ich auch unseren Cheftrainer Christian Tietz. Stand jetzt verkauft sind 23.000 Tickets insgesamt, 2050 an Gästefans. Wichtige Infos auch für die Gäste. Die Gästekasse ist auch am Tag geöffnet, also es gibt noch die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Natürlich gibt es auch ansonsten Karten, wie immer bei unserem Medienpartner der Volksstimme und allen anderen weiteren Vorverkaufsstellen. Ein wichtiger Hinweis, wie zuletzt schon bei meinem Spiel, wird es auch diesmal so sein, dass es zwei Parallelveranstaltungen gibt. Zum einen eine Messe und eine Veranstaltung in der GTEC Arena. Deshalb der wichtige Hinweis, bitte frühzeitig anreisen, damit ein reibungsloser Einlass gewährt werden kann. Außerdem gibt es relativ wenig Parkplätze, dann natürlich rund um die MDCC-Arena. Deshalb der wichtige Hinweis, am besten die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Eintrittskarte ist auch als Fahrausweis innerhalb von Magdeburg gültig. Kommen wir dann zum Personal. Nicht mit dabei sein können Florian Kahrt, Bilal Halbouni, Luca Schuler, Leon Belbel, Maximilian Franzke, Tim Stappmann, Alexander Bittroff, Cristiano Piccini, Andreas Müller und die beiden Erkrankten, Tim Sechelmann und Kai Brünker. Ja, Trainer, jetzt das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, zuletzt in Hannover das Auswärtsspiel. Morgen Abend Flutlicht. Wie erwartest du denn den Gegner und welches Spiel? Wenn wir Kaiserslautern in den letzten Wochen gesehen haben oder auch die letzten Monate, dann war es ein Team gewesen, das er in der Tat aus einer defensiven Struktur rausgespielt hat, das Zentrum geschlossen hat, gefährlich bei Umschaltaktionen war, wenn sie den Gegner vorne belagert haben, viel mit Eingaben gespielt haben, dann versucht haben, ihre kopfballstarken Spieler in Szene zu setzen. Ein Team, das mit einer hohen Körperlichkeit spielt, ein Team, das sehr nickelig ist, ein Team, das immer versucht, auch ein Mann zu sein, um da im Zweikampf zu attackieren. Aber auch eine Mannschaft, die man sagen muss, die ein Stückweg auch jetzt in der Rückrunde sich verändert hat, mit Rapp und mit Clement zwei neue Spieler im Mittelfeldzentrum geholt haben, mit Opoku auf der Außenspur und anderen Spielertypen. Also eine Mannschaft, die schon über einen gewissen Mix auch verfügt. Danke, Trainer, für die ersten Worte. Kommen wir zur Fragerunde. Eure Fragen bitte. Lisa Siegel für die Bild-Zeitung. Hallo, Herr Tietz. Wie lautet Ihr Erfolgsrezept gegen Kaiserslautern? Wie klappt es endlich mit dem dritten Heimspielsieg? Ja, in dem, was wir genauso angehen wollen, wie wir die Spiele in den letzten Wochen angegangen sind, dass wir versuchen wollen, die Zweikämpfe zu gewinnen. Wir haben enorm hohe Zweikampfwerte in den letzten Wochen und Monaten für uns verzeichnen können. Nicht nur in der hinteren Ebene, auch in der vorderen Ebene, wo wir drin waren, aber auch in der Art, was jetzt auch in Hannover wieder gezeigt wurde, die Wochen auch zuvor, dass wir es auch schaffen, wieder unsere spielerische Qualität mit reinzubringen. Denn dann, wenn wir das reinbekommen, dann kreieren wir auch mehr Torchancen. Das ist uns in den letzten Wochen gut gelungen und genau das wollen wir auch versuchen, morgen hier auf dem Platz beim Heimspiel zu bringen. Lautern-Trainer Dirk Schuster sagte gestern, dass er einen Hexenkessel und einen heißen Tanz in Magdeburg erwartet. Sehen wir wieder so viele Tore wie im Hinspiel oder was erwarten Sie und welche Rolle spielen die FCM-Fans? Ja, wenn von den 8 Toren aus dem Hinspiel 2 Drittel auf unserer Seite stehen würden, dann habe ich nichts dagegen. Nein, das Hinspiel war mit Sicherheit ein außergewöhnliches Spiel, auch in der Anzahl der Tore, die gefallen sind. Ich glaube, dass das schon morgen auch zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die über eine stabile Defensive, über einen geschlossenen Mannschaftsverbund kommen. Und dass es ein Spiel wird, wo du auch deinerseits wirklich hoch konzentriert sein musst, dass du ihnen nicht die Möglichkeit gibst, in Umschaltbewegung, dass du auch immer wieder, gerade wenn sie den tiefen Ball spielen, auf den zweiten Ball gehen, dass wir da gut gestaffelt sind. Aber hier bei uns im Stadion, wir haben Heimspiel und das ist hier immer eine außergewöhnliche Atmosphäre. Und das wünsche ich mir auch morgen, weil ich auch weiß, dass es für das Spiel ein wichtiger Faktor darstellt. Schuster lobte auch, dass Magdeburg schwer zu verteidigen sei und lobte speziell Artig, Ito, Brünker und Quarteng. Brünker ist jetzt erkrankt, können Sie dazu was sagen? Und Ito wird wieder erst zur zweiten Hälfte kommen oder haben Sie sich da noch nicht festgelegt? Den zweiten Teil der Frage würde ich Ihnen nicht beantworten. Aber ich bin froh, dass wir Taz in unseren Reihen haben. Wie wir es genau machen, müssen wir jetzt sehen, weil Kai ist leider erkrankt. Stand jetzt wird es für morgen nicht reichen. Müssen wir mal schauen, was noch die Nacht bringt, aber eher nicht. Und wir haben jetzt mit Sicherheit auch die eine oder andere Variante für uns überlegt, wie wir morgen auftreten können. Sabrina Bralmowski für die MDR. Für die MDR. Für die MDR, genau.
Sie haben gerade ja schon, oder Manu hat es gesagt, Cristiano Piccini weiterhin nicht dabei. Wie ist bei ihm der Stand der Fitness seit 21 Tagen? Ja, der hat leider einen Bruch im Zehengelenk und das ist an der Stelle, wo es ihm halt momentan noch nicht möglich ist, wenn er in den Fußballschuh reingeht, dass er schmerzfrei laufen oder beziehungsweise überhaupt schmerzfrei im Ball spielen kann. Wir hoffen, dass wir jetzt bis Ende der Woche, dass es sich dann deutlich verbessert und dass vielleicht eine Möglichkeit besteht, dass er ab kommender Woche wieder ins Mannschaftstraining mit dem Ball einsteigen kann. Aber es ist hundertprozentig vorherzusagen. Wir hatten jetzt auch gedacht, es könnte vielleicht ein bisschen schneller gehen, aber braucht es doch seine Zeit. Wie viel Augenmerk geben Sie in der Vorbereitung Boris Tomiak, der ja gerne auch gegen Magdeburg trifft, nach eigener Aussage? Die ganz normale Beachtung wie dem ganzen Körper, dass im Kader, dass eine Mannschaft ist, die gerade bei Eingaben kopfballstarke Spieler hat, wo sie über mehrere Spieler verfügen, die da auch eine gewisse Gefahr ausstrahlen. Aber sehen Sie jetzt keine extra Gefahr durch ihn? Also er hat sowohl in der dritten Liga, habe ich gesehen, als auch in der zweiten Liga nach Standard gegen Magdeburg getroffen. Also wenn die Spiele so verlaufen wie in der Vergangenheit, wie es da war, dann war es ja für uns gar nicht so negativ, sondern eher positiv verlaufen. Aber wir wissen, dass das eine Qualität ist von dem Gegner. Und sie haben auch mit Terence Beuthen einen richtig starken Zielspieler in ihren Reihen. Also da sind wir vorgewarnt, da haben wir uns auch drauf eingestellt. Das heißt jetzt wirklich, dass wir morgen das gut wegverteidigen, aber auch oftmals gar nicht zulassen. Überrascht Sie diese Performance, die Kaiserslautern in dieser zweiten Liga zeigt, nachdem sie sich ja erst in Anführungsstriche durch Relegation überhaupt qualifiziert haben? Das zeigt ganz einfach, wie eng der Fußball beieinander liegt und wie eng Spiele sind. Und Kaiserslautern hat eine Qualität, wenn man sich anschaut. Sie haben eine hohe Effizienz bei den Möglichkeiten, die sich herausspielen. Da sind sie wirklich extrem gut. Und deswegen haben sie auch so viele Punkte für sich schon gesammelt. Letzte Frage erstmal. Barış Artık heute im Training ist mir extrem aufgefallen durch seine betonte gute Laune. Ist Ihnen das auch so gegangen, dass Sie das so wahrgenommen haben? So extrem wie es habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Ich habe schon gesehen, dass eine gewisse Lockerheit da ist. Die ist aber auch wichtig. Wir hatten auch gestern noch mal für uns eine Trainingseinheit, wo wir natürlich auch noch mal ein Stück weg intensiver trainiert haben, wo du aber jetzt in dem Wochenverlauf gar nicht so viel machen kannst, weil du morgen schon wieder spielst. Deswegen war es heute auch wichtig, dass wir eine gewisse Lockerheit, gerade auch wenn wir dann so Dinge wie Abschlüsse, wie Standardsituationen trainieren. Patrick Nowak für die Volksstimme. Ja, guten Tag, Herr Tietz. Ihr Trainerkollege Dirk Schuster hat sich sehr lobend über den FCM geäußert, dass er auch mit sehr viel Respekt mit seiner Mannschaft morgen nach Magdeburg fährt. Was löst das auch in Ihnen aus, dass der Trainerkollege quasi so über die positive Entwicklung Ihrer Mannschaft auch spricht in den letzten Wochen? Es freut mich, dass er grundsätzlich über uns denkt. Aber wir wissen auch, dass sie gegen uns spielen und dass er mit Sicherheit seinen Plan hat und seine Ideen auch auf seine Mannschaft selbst sehr stark sieht in dem Rennen. Und genau das wird es halt morgen sein. Es treffen halt auch ein Stück weg zwei unterschiedliche Spielideen aufeinander mit Kaiserslautern, eine Mannschaft, die wirklich in der Kompaktheit steht, die das Zentrum schließt, die wirklich ihre Qualitäten hat in den Umschaltmomenten, die ihre Qualitäten hat, dann auch wenn sie mit den hohen Bällen kommen, ja, wo sie dann auch stark nachrücken auf die zweite Bälle. Und wir halt eine Mannschaft sind, die halt schon ein Stück weit mehrere Stärken in den kleinen engen Räumen hat. Ja, Terence Beuth war ja schon beim Stichwort Gefahr ein Thema. Gibt es da irgendwie überhaupt eine Lösung? Wie kriegt man den in den Griff? Weil der so ein kompletter Stürmer ist. Der macht Tore mit dem Kopf, mit links, mit rechts. Bringt so eine Wucht mit. Was ist das Rezept gegen ihn? Also grundsätzlich bei den Spielen heißt das, und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, dass wir es schaffen, den Gegner oft bei uns vom eigenen Tor wegzuhalten, dass wir gar nicht sie in diese torgefährlichen Räume zu stark reinkommen lassen. Aber du wirst so ein Spiel nicht hundertprozentig verteidigen können, weil er einfach eine Qualität in der Luft hat, weil er eine Qualität mit seinen abschirmenden Bewegungen bei den Bällen hat. Aber wir haben jetzt auch Jungs, die wir trotzdem denen das zutrauen, dass sie das oft sehr gut lösen werden. Muss man ihn dann vielleicht extra noch einen Wachhund quasi an die Seite stellen, so richtig klassische Manndeckung, weil er halt so viel Gefahr ausstrahlt? Also jetzt, dass wir extra jemanden komplett dafür abstellen, das glaube ich jetzt nicht, weil das würde aus dem Spiel bedeuten, dass wir mit einem Spieler gegen den Mann komplett die ganze Zeit spielen. Aber dass es so ist, dass er in die Räume, die er kommen werden, weil die Spieler haben, die sich ihm auch zuordnen, eher dabei wichtig ist, deswegen habe ich es auch schon angedeutet, ist, wenn sie in den Kampf um die zweiten Bälle dann geht, wenn er die Bälle ablegt, wenn er die Bälle verlängert, dass wir da eine Tiefenabsicherung drin haben, dass wir da nah genug, so wie wir es jetzt auch in Hannover gemacht haben, wo wir immer mit 6, 7 Spielern da waren und die Bälle aufgesammelt haben,
weil das ja etwas Entscheidendes ist. Du hast ja oftmals, das war ja bei uns nicht anders, wenn wir auf Kai gespielt haben, dass wir die Bälle auch für uns oftmals gut ablegen konnten, aber dann geht es um den zweiten Ball, dass wir da gut gestaffelt stehen, dass wir die Bälle für uns holen, dann kriegst du auch Möglichkeiten für das Umschaltmoment. Ja, und was die Flutlichtspiele anbetrifft, hatte der FCM bislang jetzt nicht so Glück. Ein Punkt dann gegen Heidenheim damals geholt. Morgen ist wieder Abendspiel. Wie kriegt man vielleicht diese Bilanz aufpoliert? Die Kollegin hatte schon die Fans angesprochen, die gute Entwicklung des FCM. Also eigentlich spricht ja vieles dafür, um morgen unter Flutlicht feiern zu dürfen, wenn alles glatt läuft. Also zunächst einmal muss ich sagen, das Spiel wird auf dem Platz entschieden, nicht das, was wir vorher erzählen. Und dementsprechend wissen wir auch, dass wir morgen auf einen Gegner treffen, was ein hartes Stück Arbeit wird. Aber wir wissen auch, dass wir eine Qualität haben, die wir mit ins Rennen bringen können. Die wir jetzt schon seit Wochen auch auf den Platz bringen. Und genau das wollen wir morgen hier vor eigenem Publikum reinwerfen. Eine Mannschaft, die über die komplette Spielzeit sich nicht aufgibt, die versucht immer wieder Torschancen zu kreieren, aber die vor allen Dingen auch versucht, konsequent zu verteidigen gegen diesen Gegner. Alles klar, vielen Dank. Achim Mali vom Kicker. Herr Tietz, da Sie nun ankündigten, dass Kai Brinker wahrscheinlich ausfallen wird morgen, die Frage, Castaños, kann der schon über 90 Minuten gehen? Das kann Luke, aber da gibt es jetzt wirklich auch bei uns zwei, drei andere Möglichkeiten, die wir haben. Momentan ist es wirklich so, dass wir im Offensivverbund wirklich auch momentan die Möglichkeiten haben zu reagieren. Und dann natürlich mit unterschiedlichen Spielertypen, ne? Ja. Unterschiedliche Anlage. Aber unsere Kleinen sind ja auch nicht schlecht. Also stellen ja schon große Gegner auch vor eine Aufgabe. Aber ohne Brinker, und ich sage mal, Castaños vielleicht nur eine Halbzeit oder wie auch immer, ist natürlich ein ganz anderes Spiel, als wenn einer von beiden... Lüg ist in gutem Zustand, also hat jetzt keine Probleme, dass er nicht über eine Zeit kommen würde. Okay, danke. Bitte. Nochmal Sabrina Bramowski vom MDR. Gegen Lukas Zeiners wollte ich auch fragen, haben Sie jetzt ja schon mal antwortet, dass er vielleicht dann auch morgen eine Option sein könnte. Nochmal zu diesen Spielideen, die Sie ja gerade geäußert haben. Wo liegt die Problematik für Sie, dieses Spielsystem von Kaiserslautern vielleicht dann morgen auch zu durchbrechen? Ich weiß nicht, Ihres aufzudrücken. Können Sie das nochmal erläutern, bitte? Ja, also zunächst mal muss man sagen, ich finde, dass Kaiserslautern etwas verändert hat mit Clement, wenn er spielt. Ja. Er ist ein Spieler, der bei ihnen wirklich auch mittlerweile sehr gut das Spiel lenkt und dann auch, wenn er die Seite überlagert, ihnen wirklich eine Qualität mit verleiht. Das heißt, da wissen wir, da haben wir ein Element, wo wir gut verteidigen müssen. Dann ist es wirklich so, wenn Kaiserslautern es schafft, dass er dich und dein eigenes 16 in deine eigene Hälfte reinkommen, dann sind sie mit ihrem Stressfußball, mit ihren Eingaben, wo sie dann auch wuchtige Spieler drin haben, wo sie dann in der Box auch ihre Stärken haben, dann sind sie gefährlich. Und das heißt, das wirklich ein Stück Weg auch zu verhindern. Und da kriegen wir natürlich viele Aspekte, indem wir sie rechtzeitig anlaufen, indem wir sie in anderen Zonen versuchen zu belaufen und zu bekämpfen. Aber dass wir auch mit dem Ball vor allen Dingen, zeigen die Spieler auch, wir sind dann stark, wenn wir unsererseits einen guten Ballbesitz haben. Mit einem guten Ballbesitz meine ich einen Ballbesitz, den wir in der gegnerischen Zone aufbauen. Rudi Bartlitz für Magdeburg Kompakt. Sie haben jetzt in den letzten Minuten Kaiserslautern sehr gelobt, was okay ist. Trauen Sie Ihnen den Aufstieg zu? Da bin ich jemand, der wirklich sehr, sehr vorsichtig ist. Ich bin auch übrigens vorsichtig, wenn Sie mich mit Lob umgarnen wollen. Sondern wir haben Respekt vor dem Gegner, weil wir wissen, dass der Gegner Qualitäten mit sich bringt. Aber wir sind auch ein Stück weit von uns überzeugt, weil wir wissen, dass wir auch Qualität mit reinbringen. Das ist ein Spiel, was ganz einfach zwei Mannschaften trifft, die beide ihre Qualität mit reinbringen, die das Spiel für sich entscheiden wollen. Bei der Aufstiegsfrage finde ich etwas ganz Schwieriges in der Liga, weil das ist sehr komplex. Und ich glaube, dass erst die letzten 6-7 Spiele überhaupt entscheidend sein werden, wo die Reise bei allen Teams hingehen wird. Bitte. Gibt es weitere Fragen? Lisa Siegel doch mal. Vielleicht können Sie noch ein paar Sätze zur Leistungsentwicklung von Amara Kondé seit Oktober sagen. Jetzt ist er ja wieder in der Startelf gewesen die ganze Zeit. Krempicki ist jetzt aber auch wieder fit. Was sehen Sie da? Wie sind die Chancen, dass er vielleicht auch wieder seinen Stammplatz verlieren könnte? Sehr positiv ist momentan die Situation bei ihm. Also Amara hat man einfach gesehen. Das ist das, was ein Spieler auch mal zeigt, dass er auch mal eine Phase hat, wo es nicht ganz so rund läuft. Aber er hat uns mit seiner strategischen Art zu spielen, wie er sich vom Gegnern zieht, wie er in den Räumen das Spiel aufbaut, wie er ballsicher ist, wie er uns deswegen auch im Spiel drin hält, aber auch die Art mit seinen intensiven Läufen, wie er die Zweikämpfe macht das momentan gut und gibt uns damit auch eine Stabilität. Und da würde ich mich auch freuen, wenn das morgen auch so hinhaut.
Wie viel Prozent ist denn Conor Krempicki im Moment? Letzte Woche hat es ja für knapp 30 Minuten gereicht schon. Es ist immer schwer, genau hundertprozentig vorherzusagen, aber ich kann sagen, Conor ist ein Typ, den kannst du immer bringen. Der hat einfach eine Grundphysis. Wenn er quasi aus dem Reha-Prozess ins Mannschaftstraining einsteigt, dann ist der Gefühl fast immer komplett bei 100%, weil er grundsätzlich ein sehr ausdauernder Typ ist, aber auch ein Typ ist, der sich gar keinen Kopf macht. Der geht einfach raus, spielt und trainiert, weil er einfach Lust hat zu kicken. Also deswegen bei ihm würde ich mir jetzt gar keine Gedanken machen. Der kann über eine ziemlich lange Zeit laufen. Habt ihr noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich die Pressekonferenz. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Alle weiteren Infos findet ihr wie gewohnt bei uns auf der Homepage oder in der App. Und wir sehen uns dann morgen Abend um 18:30 Uhr im Heimspiel in der MDCC Arena gegen den 1. FC Kaiserslautern. Danke.